Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mich ganz besonders schick für euch gemacht, denn heute gibt es etwas zu feiern. Ja, in letzter Zeit feiern wir sehr oft hier auf dem Kanal, aber lang lebe die Feierei. Heute, an dem Tag, an dem ich dieses Video drehe, ist nämlich Midsommar und wer das Ganze nicht kennt, der sollte mal ganz dringend auf meiner Instagram-Seite vorbeischauen. Da ging nämlich ein Beitrag über Midsommar online und das hat auch einen ganz einfachen Grund, denn heute, an dem ich das Video drehe, also quasi gestern, hat ein ganz, ganz tolles neues Buch Cover Release gefeiert und das habe ich euch auf Instagram vorgestellt und habe euch ein bisschen was zu dem Midsommar und den Bräuchen an Midsommar zu Midsommar erzählt. Also, wer das nicht gesehen hat, switcht mal schnell rüber zu Instagram und schaut sich das an. Da es in Schweden und den umgebenden Ländern gerade rund um Midsommar sehr viel Mythen und Legenden gibt, dachte ich mir, präsentiere ich euch heute ein paar Bücher, die auch so ein bisschen mit Fabelwesen, Elfen, Feen und dem lichten Volk zu tun haben, mit kleinen, ja, Kuriositäten etc. Und ich habe euch auch 5 Bücher mitgebracht, beziehungsweise 6, weil ich euch jetzt natürlich auch noch den Klappentext zu dem neuen Buch Queen of Swans vorlesen möchte. Stella Swanberg hasst Midsommar, doch als dieser mit ihrem 18. Geburtstag zusammenfällt, ändert sich alles. Warum kann sie auf einmal die Runenschrift eines mysteriösen Buches lesen und mythische Midsommerzauber bewirken? Sie trifft den geheimnisvollen Lucien, der sie auf das Abenteuer ihres Lebens mitnimmt. Schon bald befindet sie sich mitten in einer spannenden Zeitreise in Finnland wieder. Mit jedem Schritt entdeckt Stella neue Geheimnisse über sich selbst und die Welt um sie herum. Eine Geschichte über die Liebe, Hoffnung und an den Glauben an sich selbst. Ich finde, es klingt richtig, richtig gut. Ihr müsst leider noch ein bisschen warten. Das Buch wird erst mitten im Sommer erscheinen, aber freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. Dann kommen wir zu den 5 Büchern, die ich euch auch noch vorstellen möchte. Und das erste hat einen so passenden Titel, dass ich es einfach mit aufnehmen musste. Und zwar Fey, Herz aus Licht und Lava. Und ja, ich weiß, das Wort Fey, wie es bei Akuta oder sowas ist, wird anders geschrieben. Aber hier geht es auch um kleine Wesen, um Feen, um Elfen etc. Und deshalb musste es unbedingt hier mit in das Video mit rein. Ich habe es auch schon gelesen, ich fand es super schön. Ich habe das Buch damals bei Rebuy oder Avel gekauft. Deshalb sieht es auch ein bisschen malträtiert aus. Das war leider, Es war leider schon so, als ich es bekommen habe. Es war auch außenrum sehr verdreckt. Das habe ich auch mit Babyfeuchttüchern weggemacht. Universal Putzmittel, ich sag's euch. Aber leider kriege ich das hier nicht mehr sauber. Aber das Buch hat mir so gut gefallen, dass ich es dennoch nicht aussortieren wollte. Und jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es geht. Im Land der Elfen und Polarlichter. Seit Feys Ankunft auf Island geschehen merkwürdige Dinge. Gleich am ersten Abend führt ein Schwarm Glühwürmchen sie zu einer Lichtung, auf der ein uralter Baum steht. Der Sage nach soll hier der Eingang zur Elfenwelt sein. Aber vor Jahren wurde das Herz des Baums gestohlen und jetzt stirbt er. Fey beschließt, den Baum zu retten. Keine leichte Aufgabe, vor allem seitdem ihr der impulsive und jähzornige Aaron über den Weg gelaufen ist. Wenn Fey wüsste, auf was für ein Abenteuer sie sich da einlässt. Kommen wir von einem wundervollen, romantischen, süßen, ich sag mal einfach Young Adult, Young Fantasy Roman zu dem kompletten Gegenteil. Ich sage nur Holly Black und da fällt mir natürlich die Elfenkrone ein. Das ist tatsächlich zwar irgendwo auch ein bisschen Romantasy, aber es ist sehr düster, also eher so Dark Romantasy würde ich es bezeichnen. Es ist sehr blutig, sehr blutrünstig. Die Charaktere sind sehr, sehr, ja, brutal, würde ich es jetzt einfach nennen, und gehen auch wirklich nicht mit Samthandschuhen miteinander um. Ich habe bisher erst Band 1 gelesen, werde natürlich Band 2 und 3 irgendwann mal von meinem Sub befreien. Ich hatte das in einer Leserunde gelesen und irgendwie ging die nicht weiter und alleine habe ich es dann irgendwie auch nicht weiter gelesen. Und ich kenne ganz viele, die diese Reihe so hypen. Es gab dann noch
so ein Prequel wie Der König von Elfenhain und weiter weiß ich nicht mehr, wie der Titel lautet. Der war so ewig lang. Und dann kam jetzt letztens noch Elfenerbe raus, das quasi die Geschichte von einem Charakter aus dem Buch, der, sag ich mal, kein Main Character ist, erzählt. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, um was es in der Hauptreihe geht. Eine Elfenkrone, ein gefährlicher Prinz, ein furchtloses Mädchen. Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie und ihre Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt werden. 10 Jahre später hat sie nur noch ein Ziel vor Augen, dazuzugehören um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittertster Widersacher, Prinz Kaden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Wenn Jude am Hof überleben will, muss sie ihm mit aller Macht die Stirn bieten. Das nächste Buch ist eins meiner Jahreshighlights, ich glaube 2021 gewesen. Ich habe diese Reihe so sehr geliebt, dass ich sie auch wirklich jedem ans Herz gelegt habe. Jedem, mit dem ich gesprochen habe, dem habe ich gesagt, lies diese Reihe. Ich habe auch meinen ganzen Freundeskreis damit infiziert. Ich spreche natürlich von Schattentanz. Wer mich schon länger auf Instagram verfolgt, hat diese Obsession live miterlebt. Schattentanz ist, wenn man es mal ganz grob nimmt, eine Mischung aus Pokémon, Fantasy und ja, so ein bisschen Akuta-Vibes, fand ich, waren auch drin. Es ist halt einfach eine verbotene Liebe, was für mich sowieso immer schon direkt nach Enemies to Lovers kommt. Es geht um ja, Tierwesen, deshalb so ein bisschen fantastische Tierwesen-Vibes waren auch mit drin. Also es ist einfach total cool, wie viele verschiedene Tropes da drin Platz gefunden haben. Und insgesamt fand ich die Geschichte einfach nur super schön und habe mir irgendwie auch ganz oft gewünscht, dass ich auch in der Geschichte irgendwo oder in diesem Setting mal leben würde. Das passiert mir nicht so oft, aber hier war es definitiv der Fall. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Gefährliche Magie. Lena ist eine Tiermagierin. Mit ihren Kräften kann sie eine einzigartige, tiefe Verbindung zu magischen Wesen herstellen. Doch der Prozess birgt Gefahren. Ist das Tierwesen zu mächtig, endet es meist in dem Tod des Tiermagiers. Dunkle Herzen. Nock ist ein Assassine. Seine Welt sind die Schatten. Liebe darf er nicht erlauben, ebenso wenig wie Gnade. Denn hat er erstmal einen Auftrag angenommen, zwingt ihn die dunkle Magie seiner Gilde, ihn auszuführen oder selbst zu sterben. Verbotene Liebe. Lena und Nock, Magierin und Mörder. Er soll sie töten, sie macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Es ist undenkbar, dass sie Gefühle füreinander entwickeln. Unmöglich, und doch geschieht genau das. Beim nächsten Buch geht es auch nicht unbedingt um Elfen und Feen, aber auch um kleine Tierwesen, nenne ich es jetzt einfach mal. Kira Licht, ich bin dein Schicksal. Der erste Band der From Dusk Till Dawn Reihe. Nein, sie heißt einfach nur Dusk and Dawn Dilogie. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da zu gebrandmarkt von diesem Film. Ich finde, es ist auch eins der schönsten Cover, die im letzten Jahr auf den Markt kamen. Das zweite ist, ich glaube, so cremefarben mit dunkleren Elementen. Ich guck mal, ob es hier... Genau. So sieht Band 2 aus. Und das ist die Protagonistin. Da gab es auf der FBM auch ein riesen Plakat und da konntest du diesen ganzen Edelsteinkarten mitnehmen. Also es geht auch ein bisschen um Edelsteine, aber diese Tierwesen sind auch ein sehr, sehr großer Bestandteil der Geschichte. Die 17-jährige Erin besitzt die Gabe, Noctua zu sehen. Dämonenartige Wesen, die über Leylinien auf die Erde gelangen und deren Welt nur durch menschliche Angst existiert. Eines Nachts steht wieder erwarten Callahan vor ihr, Erins erste große Liebe, die vor Jahren ohne ein Wort verschwand. Auf einmal ändert sich alles, denn Cal gehört zu den Alpha, dem höchsten Rang der Noctua, und er möchte sie zurückgewinnen. Plötzlich sieht sich Erin nicht nur mit unerwartet verwirrenden Gefühlen konfrontiert, Cals Vater will die Beziehung der beiden um jeden Preis unterbinden. Und dann kommt es in ihrer Heimatstadt auch noch zu Angriffen durch die Noctua. Gemeinsam mit Cal stellt sie sich der Gefahr und riskiert dabei nicht nur ihren Kopf, sondern auch ihr Herz. Und last but not least ein Buch, das auch allein schon vom Titel unbedingt in dieses Video mit rein musste. Die Nebel von Skye. Und Skye, das ist ja so ein kleines, wunderhübsches Fleckchen Erde in Schottland. Die Isle of Skye, um die sich auch zig Mythen und Legenden rund um Feen, Elfen und Co. winden.
Und dementsprechend musste dieses Buch auf jeden Fall hier mit in dieses Video. Ich habe es gelesen, ich habe es geliebt. Es ist zwar ein bisschen, ja, für jüngere Leser gedacht, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, ich habe es angefangen, ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Und gerade wenn man Lust auf so ein bisschen leichte Fantasy hat, ist das auf jeden Fall das richtige Buch. Ferien in den schottischen Highlands könnten so romantisch sein, aber mitten im Winter, egal wenn Tante Mathilda die ganze Familie auf die Isle of Skye einlädt, müssen alle mit. Schließlich ist die Tante schwer reich und hat keine Erben. Enya ist auch gleich ganz verzaubert von Dunwichen Castle. Vor allem Jona, der Junge mit dem zahmen Bären, geht ihr nicht aus dem Kopf. Tante Mathilda aber scheint schon einmal hier gewesen zu sein, vor genau 50 Jahren, in der magischen Nacht von Hogmanay, die sich nun wiederholen könnte. Ich finde, die Bücher haben alle sowas richtig schön Magisches und Midsommar ist eben auch, ja, durch seine Mythen, Legenden und Bräuche sehr, sehr mystisch und ich träume wirklich davon, eines Tages mal wirklich Midsommar in Schweden zu verbringen. Eine Freundin von mir war, letztes Jahr dort, weil sie Freunde in Schweden hat und die Fotos, die sie mitgebracht hat, waren einfach so, so, so schön und ja, mein Reiseherz wurde geweckt. Ein Strich auf der Bucketlist wurde hinzugefügt oder eine To-Do auf der Bucketlist wurde hinzugefügt. Das war ja ein Abhaken. Egal, ich höre auf zu reden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Habt's fein und bis bald.